gespannt, was das jetzt bringt oder was dabei rauskommt, ob ich fit bin oder nicht. Ich habe ein bisschen Sorge, dass ich nur Grundlagenausdauer habe und der Rest gar nicht vorhanden ist, aber das werden wir gleich erfahren. Am besten bleibst du immer hier vorne, hier in dem Bereich. Einmal bücken. Wie es jetzt sehen wir hier zum Beispiel, jeden Atemzug. Rot ist Kohlendioxid und blau ist die Menge an Sauerstoff. Und so können wir jeden Atemzug analysieren. Super, das sieht ganz, ganz ordentlich aus. Jetzt müssen wir schauen, was die Ergebnisse bringen, aber von der Leistung, die er erbracht hat, war das schon ganz in Ordnung. Mit den Juristen. Road to Success, here we come. Oder auch nicht, das sehen wir gleich. Schengen Seilen. Und Hunger ist im Fett. Ja, also laufen und ein bisschen laufen sind dann noch vorbei. Oh, das geht doch. Das hat nicht mehr lange. Mit meinem Kadaverbein. Aber Stefan wird uns jetzt mehr erzählen, ob es wirklich gut war oder nicht. Und aus diesem Phosphat, mehr Sauerstoff man aufnehmen kann, desto besser ist das. Können wir zu den Six Days fahren? Also für Six Days reicht es auf alle Fälle. Die gesamte Leistungsfähigkeit war in Ordnung, sehr gutes Mittelmaß, natürlich noch Potenzial nach oben raus, aber auf jeden Fall eine gute Basis, um jetzt die Vorbereitung für die Six Days anzugehen. Regelmäßig trainieren, kontinuierlich, also 3 bis 4 Mal die Woche und halt das jede Woche, nicht mit 2 Wochen intensiv starten und 2 Wochen Pause machen, sondern die Kontinuität ist der Schlüssel zum Erfolg. Also erstmal bin ich froh, dass es schon mal in die richtige Richtung ging, also dass wir jetzt nicht
knapp 3 Monate vorher bei Null starten, sondern das sieht einigermaßen vernünftig aus. Ein bisschen mehr Training wird wohl sein müssen, damit wir fitter werden. Ja, und generell war es mal spannend zu sehen, wie sowas analysiert wird. Und ja, als kompletter Laie in dem Bereich habe ich auf jeden Fall sehr viel mitnehmen können heute. Ich bin auf jeden Fall gut motiviert, das durchzuziehen. 3 Monate, 6 Days willkommen. Ich bin ganz zufrieden mit meiner Leistung und den Werten, die jetzt rausgekommen sind, und finde es immer wieder interessant. Ich habe ja schon ein paar Leistungsdiagnostiken gemacht in meinem Leben, wie sich da auch die Ansätze weiterentwickeln, und das, was ich vor 20 Jahren im Sportstudium gelernt habe, ist zwar nicht grundsätzlich falsch, aber hat sich einfach auch ein bisschen geändert. Das heißt, ich habe jetzt nochmal neue Pulswerte und weiß auch, dass man gar nicht so unbedingt nach den Pulswerten gehen muss, und ich bin zufrieden. Jonas und ich haben eine gute Grundlagenausdauer und schon mal nicht so verkehrt, und jetzt können wir nochmal 2, 2,5 Monate ein bisschen anziehen. Und wir sollten dann noch ein bisschen fitter ins Rennen gehen, und Motorradtraining findet natürlich auch noch statt, das dürfen wir auch nicht aus den Augen vergessen.